Herzlich willkommen, Peter Brabeck-Lemat. Es ist uns allen eine Ehre, dass Sie aus der Schweiz hierher zurück in Ihre Heimat gekommen sind. Es freut uns ganz besonders. Peter Brabeck-Lemat hat eine steile Karriere hinter sich. Er ist eine interessante Persönlichkeit, wenn man seinen Lebenslauf liest. Sie wurden in Villach geboren, in recht einfachen Verhältnissen, sind dann zum Militär ins Spital, haben Sie erzählt, und dann in die große Welt, quasi nach Wien, wo Sie Welthandel studiert haben. Sie haben sich dann entschieden, ins Ausland zu gehen. Peter Brabeck-Lemat war in Südamerika, Sie waren im Sales-Bereich, Sie waren 30 Jahre lang im Nestlé-Konzern, wurden dann zum CEO, später zum Verwaltungsrat. Sie wissen, was sozialer Aufstieg heißt, was es heißt, von oben zu sein. Sie wissen auch, was es heißt, von ganz unten sich nach oben zu kämpfen. Doch wenn man die Statistiken ansieht in Österreich, dann wurde sozialer Aufstieg schwieriger als je zuvor. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus einer Familie, wo die Eltern Arbeiter sind, studiert, ist nur 7%. Wenn die Eltern Akademiker sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit automatisch 80%. Das heißt, Bildung wird in Österreich, wie es scheint, vererbt. Was ist da Ihrer Meinung nach schiefgelaufen? Wir leben in einem Sozialstaat, man redet da von Chancengleichheit und dennoch gibt es diese Statistiken, dass es ganz, ganz schwierig ist, quasi den sozialen Aufstieg zu schaffen und auch sich nach oben zu arbeiten. Ich muss sagen, erstens einmal bin ich etwas überrascht über diese Ziffern. Ich habe die noch nie gelesen, noch nie gehört. 8% nur aus Arbeiterfamilien und 70% oder 80% akademisch ist ein Alarmzeichen für mich, würde ich sagen. Ich kenne den Grund dafür nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich einigen Einfluss haben kann, die ganze Immigrationspolitik, weil ich kann mir vorstellen, dass der Großteil der Immigranten allein aus sprachlichen Gründen und so weiter vielleicht nicht in der Lage ist, sofort ein Universitätsstudium anzufangen. Aber aus meiner Zeit zumindest, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, war das kein Problem, dass wir auch studieren konnten. Das hat auch nicht geheißen, dass zum Beispiel in meinem Fall, ich musste arbeiten, ich habe gearbeitet neben Studium, ich war in Sommerferien immer in Schweden, weil wir dort etwas mehr verdient haben, um mein Studium zu zahlen. Ich hatte gedacht, das war in Österreich dann anschließend besser, weil da hast du dann Stipendien bekommen, das haben wir in unserer Zeit nicht gehabt. Also ich bin etwas überrascht über diese Ziffern, aber ich glaube, das ist etwas, wo sich die Politiker schon sehr anschauen müssen. Der andere Punkt ist, sie machen da einen Vergleich, da bin ich nicht ganz, ganz einverstanden. Sie sagen, sozialer Aufstieg hat zu tun mit Universitätsstudium. Ja, wahrscheinlich gibt es eine Relation, aber es gibt viele soziale Aufstiege für Leute, die nicht studiert haben. Es gibt zum Beispiel, wenn Sie Meister werden von einer Elektrizität und Sie machen eine Elektrizitätsfirma, dann haben Sie einen sozialen Aufstieg, wie der zum Beispiel ein anderer Akademiker nicht hat, der irgendwo in einem Büro in einem Staatsgebäude sitzt. Also ich würde nicht gleichstellen, dass wenn ich nicht die Möglichkeit habe zu studieren, das heißt automatisch, ich bin verdammt, keinen sozialen Aufstieg zu haben. Ich glaube, das würde, wenn Sie sich das anschauen, ist das nicht so. Also diese Bildung, Relation würde ich nicht nehmen. Aber Bildung korreliert zum Teil mit finanzieller Sicherheit und das ist auch statistisch belegt. Also Bildung ist quasi so wie ein Airbag. Und wie es scheint, ist es halt schwieriger, wie Sie angesprochen haben, Migrantenfamilien, die quasi, wie es scheint, nicht diese Chancengleichheit haben, wie Sie damals gehabt haben, zwar aus relativ einfachen Verhältnissen, aber doch die Chance, quasi ihr Potenzial auszuschöpfen. Haben Sie einen Vorschlag? Sie waren ja Leiter eines Weltkonzerns, Sie denken global. Was könnte man da tun, dass man quasi eine Chancengleichheit auch für jene Familien schafft, die quasi zugezogen sind, wo die Kinder vielleicht nicht die Betreuung haben, die sie bräuchten, um die gleichen Möglichkeiten zu haben? Ja, Nestlé hat vor ungefähr 5 Jahren ein Programm weltweit durchgezogen, das heißt Nestlé Needs You. Und wir haben hier in Europa zunächst einmal angefangen mit über 10.000 Jugendlichen, denen wir oder Apprenticeship, wie heißt Praktikum, das? Genau, angeboten haben, Vorbereitung für
für Ausbildung und so weiter, um auch innerhalb der Firma weiterzukommen und Stellen kreiert haben. Und dieses Projekt ist heute in ganz Südamerika, in Asien durchgeführt und das sind mehr wie 120.000 Jugendliche, die dort neue Arbeit gefunden haben. Also es gibt, und wir sind, die Firma Nestlé ist nicht die einzigen, es gibt auch andere Firmen, die sich um das gekümmert haben. Ich würde noch einmal eines sagen. Wissen Sie, für mich, wenn jemand kommt, ich hatte gestern eine Sitzung mit über 100 jungen Studenten und die haben mich gefragt, was für mich wichtig ist, wenn ich jemanden engagiere. Habe ich gesagt, ihr seid alle von einer Business School, ich kann eins sagen, ich habe noch nie geschaut, ob Sie ein Master of Business sind oder sonst irgendwas. Weil Sie dürfen eins nicht vergessen, alles, was Sie heute lernen, ist morgen schon ohne Nutzen. Das heißt, viel wichtiger, als dass Sie jetzt die beste Ausbildung haben und so weiter, Harvard und was immer, viel wichtiger ist Ihre Einstellung, dass Sie täglich etwas Neues dazulernen, weil das, was Sie gelernt haben, das wird Sie für die Zukunft nicht nützen. Das heißt, die Lust am Lernen auch bei den jungen Menschen schüren, schon in der Volksschule, vielleicht auch im Kindergarten schon Bildungsangebote liefern, also früh ansetzen. Wäre das ein Vorschlag? Weil, ich muss den Jugendlichen, den Kindern und den Jugendlichen von Anfang an sagen, das, was ihr heute gelernt habt, das ist Lernen. Für mich ist das, was das Wichtigste in der Ausbildung ist, dass wir lernen, lernen. Und dieses Lernen, Lernen, das muss ich mein ganzes Leben lang weiterhin behalten. Ansonsten bist du innerhalb der kürzesten Zeit aus dem Geschäft heraus. Und das ist jetzt ganz gleich, ob das ein Universitätsstudent ist oder ob das ein Handelsschüler ist oder ob das jetzt ein Meister ist. Du musst jeden Tag was Neues dazulernen. Und das ist wichtig. Das gibt dir dann anschließend die Möglichkeit, auf der sozialen Leiter weiterhin aufzusteigen. Ist das auch ein Auftrag an das Schul-, an das Bildungssystem, an die Öffentlichkeit, dass die Gesellschaft das auch den Kindern mitgibt, wenn sie es vielleicht von zu Hause nicht so mitbekommen haben? Ja, ich glaube, unser Bildungssystem, wenn ich so sagen darf, ist meiner Meinung nach ausgerichtet, um unsere Schwächen vielleicht auszuwetzen, anstelle unsere Stärken zu verstärken. Und ich glaube, wir müssen in diesem Ausbildungsbereich viel mehr die Stärke der einzelnen Schüler verstärken und nicht versuchen, diese Gleichbehandlung, dass alle gleich sind. Wir sind nicht gleich, es gibt keinen gleichen Menschen, jeder Mensch ist ein eigenes Individuum. Okay? Diese Gleichheit, die gibt es nicht. Aber, und daher ist es wichtig, dass wir versuchen, in einem Ausbildungsprozess die Stärke zu unterstützen und nicht die Schwäche auszunutzen. Also Potenziale zu heben, genau, die vorhanden sind und nicht, ja, auf den Schwächen herumzureiten. Noch eine persönliche Frage. Sie haben als Einzelperson wahrscheinlich in Ihrem Leben mehr verdient als alle Leute hier zusammen, hier im Saal. Verstehen Sie als jemand, der in einer sehr komfortablen Position ist, dass viele Menschen diese sozialen Unterschiede als bedrohlich für die Fairness in der Gesellschaft sehen, dass der Neid entsteht, vielleicht Unruhe? Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht? Ja, stimmt sicherlich. Also ich kann mich nicht beklagen heute. Ich habe immer gesagt, ich bin der bestverdienste Fremdarbeiter in der Schweiz. Und das ist richtig so. Ich war aber auch der Ärmste wahrscheinlich. Als ich bei Nestlé in Österreich angefangen habe, war mein Gehalt $50. $50? Wurden in Dollar bezahlt damals? Nein, das war also damals 4.500 Schilling. Der Dollar war auf 24. Ah, okay. Okay. Das waren $50. Mhm. Und da hat man, wenn man gesprochen hat, man geht in die USA, man wandert aus, weil man in den USA vielleicht $1.000 verdienen kann, das war so absolut unglaublich, dass sowas überhaupt gibt. Ja. Ich kenne also beide Seiten. Ich muss aber eines sagen, auch als ich nichts hatte, war ich trotzdem vielleicht sogar glücklicher als heute. Ich glaube nicht, dass Ihnen der Wohlstand Glück bringt oder dass das der Grund für Glück ist.
Das Glück müssen Sie woanders suchen. Natürlich muss es eine Mindestgrundlage geben. Und ich bin auch jemand, der davon überzeugt ist, dass meiner Meinung nach ein Mindesteinkommen eine gute Idee ist, obwohl das von vielen meiner Kollegen noch bestritten wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir vor allem in diesen veränderten sozialen Bedingungen, die wir heute durchgehen, die wir auch jetzt durch die Pandemie, wir sehen das jetzt, und der soziale Impact der Pandemie, der kommt ja erst, der ist noch nicht, den haben wir noch nicht hier gesehen in Europa. Wir haben ihn gesehen in Lateinamerika, wir haben ihn gesehen selbst in Amerika, aber in Europa haben wir ihn noch nicht gesehen. Der verlangt schon eine soziale Abfederung. Und daher bin ich der Meinung, ein Mindesteinkommen ist etwas, das man wirklich vielleicht durchsetzen sollte. Damit, wenn Sie das einmal haben, dann können Sie das Glück woanders suchen. Wenn Sie das nicht haben, dann wird das Suchen des Glücks etwas schwierig sein. Das würde auch heißen, soziale Umverteilung. Jetzt wissen wir, dass gerade auch Konzerne sehr reiche Einzelpersonen Steuern optimieren, also Gelder, die dem Staat entgehen, um genau solche Ideen dann leicht umzusetzen. Das ist auch ein Trend. Glauben Sie, es gibt einen Trend zurück, dass man sagt, okay, im Sinne der Allgemeinheit, es ist wichtig, dass Steuern gezahlt werden und Schlupflöcher gestopft? Absolut. Erst einmal bin ich der Meinung, und ich habe das auch öffentlich gesagt, ich zahle meine Steuern und hatte noch nie ein Steuerproblem und hoffentlich auch nie ein Steuerproblem haben werden, weil ich der Meinung bin, ich bin eigentlich glücklich, dass ich Steuern zahlen kann. Denn wenn ich nicht das Einkommen hätte, würde ich nicht die Steuern zahlen können. Also in der Beziehung sehe ich die Steuerzahlung fast eine Bestätigung, dass ich eigentlich ein gutes Einkommen habe. Und wenn Sie sich anhören, in den USA zum Beispiel, gibt es eine Reihe von sehr reichen Leuten, angefangen von Warren Buffett bis runter zum Bill Gates, die gesagt haben, wir sollten eine höhere Steuer einführen, und der Joe Biden ist genau das dabei, jetzt einzuführen. Also ich glaube nicht, dass jeder CEO oder jeder Reiche versucht, einfach seine Steuern zu maximisieren. Zu optimieren oder einfach keine Steuern zu zahlen. Ich sage nicht, das gibt's nicht. Das gibt's, aber das gibt's auf allen Niveaus. Okay? Das ist nicht ein Privileg nur der Reichen, das ist auch eine Tugend der Armen zum Teil. Also, Sie haben zweimal das Wort Glück erwähnt, sehr ja. Interessant, so Keywords. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, provokant, waren Sie als Student damals mit $50 oder mit ein paar wenigen Schillingen in der Tasche, waren Sie glücklicher als dann, als Sie Millionen am Konto hatten? Oder gibt es da einen Glücksindex, wo man sagt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt fühle ich mich wirklich wohl, ich habe die Ziele erreicht? Nein, überhaupt. Also die monetäre Incentive war für mich nie wichtig. Ich habe nie gefragt um eine Gehaltserhöhung, sondern das ist einfach gekommen durch die Promotion. Einfach nie gefragt eine Gehaltserhöhung, das war nie wichtig für mich. Wichtig sind andere Sachen im Leben. Und ich war wahrscheinlich, ich schreibe das in meinem Buch, das ich gerade veröffentlicht habe, wahrscheinlich die schönste Zeit meines Lebens, beruflichen Lebens, war, als ich Eiscreme-Verkäufer war mit meinem Lastwagen und habe das Eiscreme hier in Kärnten verkauft, auf der Straße, in den Schwimmbädern, in den Schulen. Und ich war ein freier Mensch. Und da hatte ich nicht sehr viel verdient, aber ich war der glücklichste Mensch vielleicht. Ein Taschengeld vielleicht. Ja. Trinkgeld. Aber es gibt, ich erwähne das in meinem Buch zum Beispiel, meiner Erinnerung bleibt immer noch. Ich hatte immer die Kinder, die gekommen sind. Ja, wenn der Eiswagen vorbeifährt, dann kommen, also zu meiner Zeit, weil damals war noch ein Eis kaufen, das war noch eine größere Angelegenheit, nicht wie heute. Also heute kommen die Kinder wahrscheinlich nicht mehr. Aber damals sind die Kinder gelaufen gekommen, wenn ich mit den Langwagen. Und ich hatte immer eine Kiste für Eis für die Kinder. Und das Lächeln der Kinder, das hat mir mehr Glück gebracht, als wie anschließend der Gehalt. Es gibt ja auch den Spruch, if you want to be happy, don't go into big business, sell ice cream. Das gibt es ja tatsächlich. Sie haben also richtig gestartet, sind dann am Ende im Big Business gelandet.
Zum Thema Fairness, die neue Globalisierung und wie wird man sozial gerecht? Wenn wir die Statistiken weltweit anschauen, dann ist die Welt eigentlich gerechter geworden, was die Umverteilung betrifft. In China gibt es eine schnell wachsende Mittelschicht, selbst in Afrika gibt es neue Eliten. Also da geht es der Generation 30 plus besser, doppelt so gut wie den Eltern, es gibt Aufschwung. Das heißt, wenn man das anschaut, dann würde man sagen, es müsste die Globalisierung ja eigentlich Vorteile haben. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie, dass es da massive Verlierer gibt und dann zwischen den Blöcken die großen Verlierer und die großen Gewinner? Ja, Sie haben absolut recht, aber das ist im Leben immer so. Es kommt immer auf den Maßstab drauf an, wie Sie die Sache anschauen. Wenn Sie es global sehen, dann ist keine Frage, und das wurde auch im vorigen Referat bestätigt, dass die Globalisierung einen sehr, sehr positiven Einfluss hatte auf die Verbesserung der Lebensqualität von Milliarden von Menschen. Okay? Und dadurch ist die Welt gerechter geworden. Ja? Jetzt, das ist wunderschön, aber als Individuum ist das nicht unbedingt das, was mich am meisten beunruhigt. Ja? Mich interessiert als Individuum natürlich mehr, wie ist es mir gegangen? Und da hat natürlich die Globalisierung nicht allen Menschen auf der Welt mehr Reichtum oder bessere Lebensqualitäten gebracht, sondern einigen Menschen hat es auch eine schlechtere Qualität gebracht oder hat es in die Armut gestürzt. Und das ist hauptsächlich, also wenn wir jetzt die USA nehmen und noch konkreter sein will, also wenn ich in Detroit früher angestellt war, in den Autofirmen und so weiter, Und dann anschließend wurde das alles outgesourced und so, dann ist es mir eben schlechter gegangen. Und individuell mäßig würde ich sagen, die Globalisierung war schlecht. Deswegen kommt es immer darauf an, auf welcher Höhe du ein Problem anschaust. Und das war ja der Grund, das war ja der Grund, warum Trump so erfolgreich war. Weil er eben diese Gruppe angesprochen hat, die durch die Globalisierung wirklich Nachteile hatte. Ja? Gibt es nicht auch in Europa quasi die Angst vor dem Wettbewerb? Wir sehen, dass die Chinesen strategisch vorgehen, Wirtschaftswachstum pushen, dass quasi die Angst womöglich auch in Europa da ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten verlieren im Vergleich zu den neuen Wirtschaftsmächten und dass dadurch auch eine Unruhe entsteht, obwohl es uns im Schnitt jetzt nicht schlechter geht, aber auch nicht ganz, ganz viel besser. Also ich würde es so sagen, Europa verliert jeden Tag an Wichtigkeit in der Welt. Okay? Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Ich glaube, das sehen wir ja jeden Tag. Schauen Sie sich nur allein die letzte Krise wieder an zwischen Israel und Palästina. Europa war nicht einmal in der Lage, eine gemeinsame Antwort zu geben oder Anregung zu geben. Also Europa verliert jeden Tag seine Wichtigkeit innerhalb von dieser Welt. Europa ist im Prinzip eigentlich nur führend in zwei Sachen. Europa ist führend in der Ökologie. Da muss man Europa lassen, da ist sie bei weitem führend. Und der zweite Punkt, wo sie führend ist, das ist in der Einhaltung ihrer westlichen Werte. Aber es ist eine Einhaltung ihrer eigenen Werte, die in der Vergangenheit von uns aus kolonisiert worden sind, oder auch noch vor kurzem, wir wollten die noch so kolonisieren, sagen, die Welt muss eigentlich nach den westlichen Werten geführt werden. Das war ja der Grund, wenn man sich vorstellt, der Grund für den Einmarsch in Irak oder für diesen ganzen arabischen Frühling war ja fein, wir werden jetzt dort die westliche Demokratie einsetzen. Ob das einen Sinn hat oder keinen Sinn hat, das war stark anders. Amerikanisch natürlich geprägt. Naja, ja. aber es ist unser Weltbild. Ja? Also wir waren eigentlich, oder sind immer noch, etwas Kolonialisten, nur sind wir es früher, waren wir es einfach durch die Macht und durch die Wirtschaft, heute sind wir es eher durch die Ideologie. Und ich glaube, auch diesen Teil wird Europa weiterhin verlieren. Also ich bin nicht sehr, sehr optimistisch. Das heißt nicht, dass Europa
nicht weiterhin einen hohen Lebensstandard haben wird. Aber wenn Sie die Relativität anschauen, dann ist überhaupt keine Frage. Technologieführer wird China, mehr wie die USA. USA, das war der Grund, warum der Trump so aggressiv gegen die Chinesen war, weil er eingesehen hat, dass die Chinesen ihn überholen auf der Technologieseite. Und er hat dann auch geantwortet, anstelle seine eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, das hat er das gemacht, was alle Populisten machen. Sie sperren zu und versuchen das Glück in der Vergangenheit. Ja. Aber Technologieführer, ganz klar, wird China. USA wird sehr nah dabei bleiben. Mit zwei Unterschieden. In China wird sein der Staat und in den USA werden sein drei, vier große Firmen. Sie haben quasi die Schwäche Europas aus Ihrer Sicht angesprochen. Europa ist eben keine Republik, überspitzt formuliert, es ist eine Interessensgemeinschaft, sehr wirtschaftlich getriggert mit sehr viel widerstrebenden Interessensgemeinschaften. Und es ist halt schwierig, dann mit einer Stimme zu sprechen. Wären Sie für eine Republik Europa, wo man sagt, okay, Einstimmigkeitsprinzip und es wird dann entschieden, es ist ganz, ganz wichtig, mit einer Stimme zu sprechen, auch wenn da einzelne Nationalstaaten wie jetzt im EU-Rat momentan alles blockieren können, auch wenn es vielleicht sinnvoll wäre. Ist eine Republik Europa eine Lösung? Also ich würde sagen, das kommt darauf an, was Sie wollen. Wenn Sie mich fragen, wäre eine Republik Europa effizienter, würde ich sagen, ja. Aber den Preis, den Sie dafür zahlen, das wäre diese fast Aufgabe des Nationalismus. Ob das die Leute bereit sind, ist eine große Frage, wenn ich mir anschaue, dass wir heute mehr neue Länder in Europa kreieren, als dass wir Länder zusammenlegen. Ja, wir machen genau das Gegenteil. Katalonien ist das letzte Beispiel, aber das ist nur eins. Schottland ist das nächste. Regionalisierung quasi. Die ganzen Balkan, die ganzen osteuropäischen Länder, Tschechei, Slowakei. Wir gründen Nationen heute. Ein Konzept, das eigentlich meiner Meinung nach verschwinden sollte. Ja? Weil eine globalisierte Welt kann diese Verstückelung, kann die Probleme der Zukunft nicht lösen, wenn sie so verstückelt ist. Und wir sehen das bei der Pandemie. Hätten wir eine, ich will nicht sagen eine weltweite Regierung, aber zumindest eine weltweite Koordination oder so weiter. Es gibt ja die WHO, die war sich auch zu spät dran, zum Teil uneinig. Okay, aber das funktioniert nicht. Oder hat nicht funktioniert. Wenn wir das gehabt hätten, ja, und wenn wir unseren Nationalismus aufgeben würden und würden die Verantwortung zu einer WHO geben, dann hätten wir die Pandemie viel besser unter der Hand gehabt. Mhm. Aber das machen wir nicht. Deswegen ist die Frage, würde eine Republik Europa die Effizienz steigern? Würde es die Stärke Europas steigern? Ja. Aber sind die Europäer bereit, ihre Nationalitäten aufzugeben oder ihre Souveränitäten aufzugeben? Also die Schweiz auf jeden Fall nicht. Das frage ich Sie jetzt als Fremdarbeiter in der Schweiz. Das ist einmal sicher. Sie haben sich gerade vorher als Fremdarbeiter in der Schweiz bezeichnet. Ich glaube, Sie sind sehr stark geprägt, inzwischen auch durch die Schweiz. Verstehen Sie, dass sich die Schweiz nach wie vor dagegen wehrt, der EU beizutreten, oder haben Sie da wenig Verständnis? Nein, ich verstehe Sie absolut. Ich meine, das geht gegen ihr innerstes Prinzip. Ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, die Schweiz ist also für mich das demokratischste Land, in dem ich je gelebt habe, bei Weitem. Also ich meine, und mir gefällt die direkte Demokratie sehr, sehr gut. Ich weiß, es ist unvorstellbar, aber alle zwei Wochen wird gewählt und über jedes Thema wird diskutiert. Und ich muss eines sagen, die Schweizer in den Referenden machen immer oder fast immer die richtige Entscheidung. Und das gibt eine solche Kontrolle gegenüber den Politikern. Ich bin ja der Meinung, meine Kritik den Politikern gegenüber ist, dass sie eigentlich vergessen haben, warum sie überhaupt bestehen. Ja? Weil ein Politiker ist ja da, um uns zu vertreten, um sich um uns zu kümmern.
Aber ich habe das Gefühl, zumindest in der heutigen Politik, es geht um Machtversessenheit und Zukunftsvergessenheit. Ja? Also alle Entscheidungen, jeder Ding geht nur um Macht. Wie kann ich mehr Macht bekommen oder Macht zurückbekommen und so weiter und so fort. Ob das für die Zukunft, für mein Land oder für die Bevölkerung gut oder schlecht ist, kümmern die sich kein Trick. Und durch diese direkte Demokratie wird denen in der Schweiz, wird den Politikern dieses Verhältnis immer wieder weggenommen. Und das ist der große Vorteil. Also und das wollen die nicht aufgeben und ich verstehe es. Obwohl die Gesetze natürlich großteils von der EU übernommen werden, zwischen 80% und 90%, je nachdem. Das heißt, ist das nicht auch Augenauswischerei? Wir sind nicht bei der EU und übernehmen trotzdem sehr viel? Nein, weil selbstverständlich, ich meine, das ist innerhalb des Rahmenabkommens, müssen sie ja das auch zum Teil machen. Ich meine, wenn man zynisch sein will, würde ich sagen, hat sich die Schweiz die Rosinen schön ausgepickt und versucht sie jetzt auch immer noch weiterhin zu verteidigen. Aber ich muss sagen, ich verstehe das Schweizer Volk schon, dass sie gewisse Bedenken haben, diese direkte Demokratie aufzugeben und Teil von einer so diffusen politischen System zu werden, als es die Europäische Union heute ist. Von der Schweiz wieder zurück zum Weltkonzern Nestlé, der in der Schweiz sitzt. Ein Thema, das natürlich viele interessiert, Nestlé als Großkonzern, Nestlé mit 300.000 Mitarbeitern in fast 200 Ländern. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Skandale. Da war einmal der Vorwurf, dass Wasserreserven, Wasserrechte in armen Ländern gekauft werden, dass damit Dürre quasi getriggert wird. Konzerne wie Nestlé machen Riesengewinne, 12 Milliarden Schweizer Franken Gewinn im Schnitt, teils mit Geschäften in eben sehr armen Ländern. Wie kann man da sozial gerecht agieren als CEO eines solch großen Unternehmens? Hatten Sie jemals ein schlechtes Gewissen? Nein, absolut nicht. Wenn Sie sich ein bisschen die Fakten anschauen würden, ja, dann würden Sie sehen, dass Nestlé für ihr ganzes Wasserbusiness 0,0009% des menschlichen Wasserkonsums benutzt. 0,0009%. Das heißt also, wenn Nestlé kein Wasser verkaufen würde, hätte das überhaupt keinen Einfluss. Sie müssen nachdenken. Punktuell vielleicht schon, also in Pakistan diese Geschichte. Vielleicht selbst nicht. Ist eine Frage der Relativität. Punktuell könnte es ja einen Einfluss haben. Selbst dort nicht. Der zweite Punkt. Jede von Nestlé Apfelstationen hat einen frei zugänglichen Apfel für Leute, die kommen und sich selber das Wasser holen wollen. Ja? Sie können in Bittel. Vitellwasser, Sie können hingehen, Sie können mit Ihren Crew kommen und Sie können sich so. In Pakistan das Gleiche. Die Bevölkerung kann kommen und kann sich selber das Wasser holen, das ist frei, wird nicht gezahlt. Okay? Mhm. Also auch in der Beziehung habe ich kein schlechtes Gewissen, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Dritter Punkt, und ich glaube, Sie haben Ihre eigenen Erfahrungen in Afrika. Das größte Problem ist, dass es keine Trinkwasserversorgung gibt. Ja? Mhm. Und dass die Leute, die ärmsten Leute, am meisten für das Wasser zahlen müssen. Weil die müssen das nämlich von denen zahlen, die mit dem Eselskorn kommen und das Wasser bringen, das meistens verschmutzt ist, ja. Und das zu Krankheiten führt. Und wenn Sie sich den Preis anschauen, dann zahlen diese Leute 50 Mal mehr als die reichen Leute in den Städten, in den armen Ländern, weil die kriegen das subventionierte Trinkwasser nach Hause. Also auch dort habe ich kein schlechtes Gewissen, ganz im Gegenteil. Herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ein Einblick in die Welt eines sehr, sehr großen Konzerns, ein Einblick in die Welt eines Kärntners, der es in die große, weite Welt geschafft hat. Wir wollen jetzt das Publikum bitten, ein paar Fragen zu stellen. Der Peter Prabel-Klimat ist gerne bereit, Antworten zu geben. Ja, bitte in der zweiten Reihe.
Erst einmal vielen Dank für die sehr persönlichen Einblicke in Ihre Biografie, die ja absolut erstaunlich ist. Und da hätte ich jetzt drei Fragen. Die erste, Sie sagen, Sie waren eigentlich als Eisverkäufer am glücklichsten. Das Lachen der Kinder. Was hat Sie dann angetrieben, an die Spitze eines Weltkonzerns zu kommen? Dann, ich möchte nochmal auf das Wasser zurückkommen. Im Film We Feed the World ist Ihre Aussage die letzte des Filmes, was nichts kostet, ist nichts wert. Wie stehen Sie da heute dazu? Gut, wir haben es eh schon ein bisschen gehört, aber das war für mich, muss ich sagen, schon eine schockierende Aussage, also in diesem Kontext, sagen wir so. Und die dritte Frage, wenn es da um Fairness und Globalisierung geht, wie sehen Sie da den Kaffeeproduktion bei Nestlé? Ich habe noch nie in meinem Leben gebeten, dass ich eine neue Stellung bekomme, sondern ganz im Gegenteil. Mein Vorgänger Helmut Maucher, der ein berühmter Unternehmer war, der hatte mir jetzt einmal zu mir gesagt, du hast diesen Komplex des Nicht-Beendeten. Ich wollte nie von dem Job, den ich hatte, zum nächsten Job gehen. Man hat mich immer gebuchst. Und ich habe mich dann natürlich schon gefragt, warum das ist. Ja? Und ich glaube, die Antwort darauf ist ganz einfach. Wenn du einen Job mit Freude machst, und ich habe immer gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet. Ja? Selbst wenn ich da um 6 Uhr aufgestanden bin und bin dann mit meinem Belastung weggefahren, ich habe nicht gearbeitet, sondern das hat mir einfach Freude gemacht. Und wenn du mit Freude die Sachen machst, dann kannst du sicher sein, dass du 5% bis 10% besser bist als der andere Kerl, der in der Früh aufsteht und sagt, Gott, jetzt muss ich wieder zur Arbeit gehen. Und dann kommt er schon hin und dann ist er schon einmal betrübt, dass er um 5 zur Arbeit gehen muss. Seine Produktivität wird nicht da sein. Okay? Und wenn Sie 5 bis 10% besser sind als wie die anderen, dann wird das Wachstum einer Firma hängt nur von den Leuten ab, die die Firma hat. Ja? Daher brauche ich mich nicht um meine Karriere kümmern. Die Firma wird sich kümmern, nicht weil sie sozial verantwortlich ist, sondern weil sie mich braucht. Ja? Und so war das ganze Leben hindurch. Ja? Also das war der Antrieb. Der Antrieb war kein Antrieb, sondern ganz im Gegenteil. Das war dieses Gefühl, ich möchte weiterhin das machen. Und das war, als ich CEO von Ecuador war oder von Venezuela war und so weiter und so fort. Zweite Frage, was nichts kostet, hat keinen Wert. Ich habe Ihnen früher erzählt oder gerade erwähnt, wie viel Wasser eine Firma wegnimmt. Also 0,009, okay? Wohin geht das Wasser? Es wird abgezogen, 70% von der Landwirtschaft. Ja? Und die Landwirtschaft zahlt in 99% keinen Groschen Geld für das Wasser, das sie abzieht. Das ist natürlich hier, wenn wir eine Regenlandwirtschaft haben, ist das nicht das Thema. Aber die Landwirtschaft der Welt ist ja keine Regenlandwirtschaft. Die Landwirtschaft der Welt ist eine Landwirtschaft der künstlichen Bewässerung. Und wenn ich dieses Wasser gratis bekomme, dann lasse ich den Hahn rinnen oder die Bewässerungsanlage rinnen, weil das kostet mich nichts. In Indien hat die Regierung jedem Bauern einen Elektromotor gegeben, Strom gratis, damit er das Wasser holt zur günstigen Bewässerung. Okay? Diesen Teil, wenn ich sage, wenn das Wasser nichts kostet, dann verschwenden wir das Wasser, weil es keinen Wert hat. Ja? Ich bin der Meinung, und vor ungefähr 12 Jahren oder 13 Jahren habe ich gegründet die Water Resource Group, wo wir versuchen, auf der ganzen Welt Systeme zu finden, dass wir das Angebot zwischen dem, was das Land am Wasser zur Verfügung hat, und zwar nachhaltig zur Verfügung hat, mit dem, was es braucht, das in Eingleich zu bekommen. Und wir haben da ein Beispiel, ich habe das in Südafrika, haben wir das gemacht,
Da haben wir gesagt, jede Familie hat das Anrecht auf ein Minimum an Wasser. Und das sind zwischen 25 und 35 Liter pro Person und pro Tag. Das ist das, was ich Menschenrechten nenne. Ja? Und da haben wir dort, das hat man dort so eingeführt, dass die ersten 6.000 Liter ungefähr gratis sind und von dann anwärts bekommt das Wasser einen Preis und je mehr ich verwende, umso teurer wird es. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie auf der Universität lernen. Ja, auf der Universität lernen, dass wenn Sie mehr kaufen, der Preis immer billiger wird. Und das ist genau das große Problem von den natürlichen Ressourcen, die wir haben. Wir machen das mit den allen natürlichen Ressourcen, nicht nur mit dem Wasser. Je mehr ich abbaue, umso billiger wird es. Es müsste genau umgekehrt sein. Bitte mal eine bisschen kürzere Antworten, weil wir noch einige Fragen haben. Im Netz dann, noch. Ja, ja und dann die, noch die dritte Frage. Das war der Kaffee, der Nespresso. Sie können sicher sein, dass jede Kapsel von Kaffee aus einem Fairtrade-Projekt kommt. Okay? Ein George Clooney hat sich dafür auch eingesetzt, der besucht alle unsere Pharmabauern selber und weil er selber sehr über dieses Thema informiert ist. Also Sie können absolut sicher sein, Triple A. Ich habe gerade einen Hinweis von Wilfried Seiwald. Wir müssen noch die Frage im Netz. Ich würde sagen, eine kurze Frage aus dem Publikum hier und dann schalten wir zu Roland Gruber. Ja, danke schön, Reiter, Journalist. Danke für Ihre Ausführungen. Es gibt einige Bemühungen, Global Compact, geführt schon vor Jahrzehnten von US-Unternehmen, schlussendlich Global Reporting Initiative. Halten Sie das für geeignete Rahmenwerke, bis hin dann zum Entwurf EU-Lieferkettengesetz, um zu dem zu kommen, was Sie anstreben, unter anderem Umkehrung der Skalenvorteile, wenn es um die Ressourcen geht? Ja, also ich war ganz am Anfang vom Global Compact mit Kofi Annan. Ich war damals der Botschafter von Kofi Annan für diesen Global Compact. Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass das eine sehr gute Initiative war. Sie war deshalb eine gute Initiative, weil sie das erste Mal das Bewusstsein der CEOs, würde ich sagen, verstärkt hat, dass sie eben nicht nur Werte für den Aktionär schaffen, sondern Werte auch für die Gesellschaft schaffen müssen. Ich habe das dann anschließend 2 Jahre später umgewandelt in ein Konzept, das wir nennen Creating Shared Value und das genau das besagt, dass eine Firma die Verantwortung hat, die Werte zu schaffen, sowohl für den Aktionär, aber auch für die Gesellschaft, denn es ist ja die Gesellschaft, die es der Firma erlaubt, überhaupt zu agieren. Und das vergessen viele von der Wirtschaft. Ja? Und daher ist diese gemeinsame Wertschöpfung für mich einer der wichtigsten Prinzipien. Und die kam vom Global Compact in der Menge. Geschmack, es gibt keinen globalen Konsumenten. Es gibt nur einen individuellen Konsumenten und jeder Konsument hat seinen eigenen Geschmack. Nestle produziert nicht ein Produkt für die ganze Welt und verkauft das. Wir sind keine Coca-Cola, keine Fanta etc. Selbst auf dem Thema des Kaffees, wenn Sie sich anschauen, in einem Land wie zum Beispiel in der Schweiz, das ja nicht so unbedingt groß ist, verkaufen wir in der französisch sprechenden Schweiz einen anderen Kaffee als wie in der deutsch sprechenden Schweiz, weil der Unterschied so groß ist. Wenn ich jetzt Maggi-Produkte anschaue, dann können Sie sicher sein, dass Schinkenfleckern in Österreich gibt, aber die in Frankreich wahrscheinlich nicht gibt oder in Asien. Also, bitte auch kurz halten, der Wilfried. Okay, also es gibt keinen ein Produkt, das einfach weltweit ist, das gleiche. Der Sozialstaat und die Sozialstandards von Europa, das stimmt, deswegen, ich habe das ja auch vorher erwähnt, wir sind führend in unseren Wertevorstellungen. Und das ist ja nicht überraschend, ich meine, weil das sind ja unsere Wertevorstellungen. Andere Länder haben andere Wertevorstellungen. Und dann kommen wir zum Thema der Toleranz. Ja? Also Toleranz wäre ja, dass wir über unsere eigenen Grenzen rausschauen
und andere Wertevorstellungen mit dem gleichen Respekt behandeln, wie wir unsere behandeln wollen. Das machen wir aber nicht als Europäer. Ich meine, es ist ein Unterschied, die Wertevorstellung von einem Konfuzius ist eine andere Werteeinstellung als die von unserer jüdisch-christlichen Grundlage, die wir hier in Europa haben. Aber wir wollen das nicht wahrnehmen. Und wir wollen unsere dort einsetzen und sagen, das ist das Einzige, was wirklich ist. Dass wir ein, deswegen habe ich auch gesagt, ich bin ja nicht für eine Republik Österreich, ich habe nur gesagt, für eine Republik Europa, die Frage über die Verkleinerung, dass das hilft, unsere Werte besser durchzusetzen oder zu leben, das stimmt. Und das hat einen Preis. Und deswegen habe ich gesagt, das ist nicht eine Frage. Die Frage ist, welchen Preis wollen wir für eine effizientere, eine stärkeres Europa zahlen? Oder haben wir lieber, dass wir ein nicht so geopolitisch wichtiger Teil der Welt sind? Und dann haben wir natürlich andere Vorteile. Wir können unsere Werte besser leben. Und die erste Frage war über Einstellung. Wie man erkennt, dass er eine gute Einstellung hat. Ich hatte mir eine Sache: Schau in die Augen und nicht in die Files. Also in Englisch ist es: Look into your eyes and don't look into the files. Wenn einer zu mir kommt bei einer Einstellung und er sagt zu mir: Ja, also hier, ich komme da von Harvard und ich habe den MBA und ich habe das studiert und ich war auf Yale und weiß der Teufel was. Sage ich, gut, und was wollen Sie jetzt machen? Naja, also ich bin bestens vorbereitet. Und dann sage ich, ja, aber was wollen Sie denn konkret machen? Ja, Sie müssen mir da was vorstellen und geben Sie mir einen Karriereplan. Dann sage ich, herzlichen Dank, wir sehen uns nicht mehr. That's it. Ja? Wenn aber jemand kommt und der zu mir sagt, also ich komme her, weil ich habe das Gefühl, ich kann hier meine Kenntnisse ausarbeiten. Ich habe das Gefühl, ich weiß, dass Nestlé eine Firma ist, die sehr viel Zeit und sehr viel Geld ausgibt für die Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Und das ist der Grund, warum ich bei Ihnen arbeiten will. Dann schaue ich nicht, ob der welches Zeugnis er hat oder nicht hat. Ich meine, Gott sei Dank hat keiner mein Zeugnis angeschaut, weil das war eine Trauergeschichte, das kann ich sagen. Also das ist die Einstellung, das ist das Höchste. Und das kommt zu einem anderen Punkt, vielleicht ein sehr wichtiger. Leider Gottes werden heute die Einstellungen mehr und mehr über Algorithmen gemacht. Und das ist für mich, auch bei uns, bei Nestlé, und ich kämpfe wieder gegen diese Einstellungsart. Weil wenn ich die Einstellung den Algorithmen überlasse, ja, und ich gebe denen 1200 CVs, dann bin ich sicher, dass diese Einstellung, diese Werteeinstellung nicht berücksichtigt wird. Die kann nur berücksichtigt werden, wenn ich ein persönliches Gespräch mit dem oder der Kandidatin führe. Und ich glaube, wir haben ja ein gemeinsam mit diesem Homeoffice Now, gehen wir in eine Situation, die für die langfristige Entwicklung der Firma sehr gefährlich werden wird, weil du natürlich nicht mehr Kultur haben wirst. Die Kultur kommt ja nur durch den persönlichen Kontakt zustande. Und wenn wir den so jetzt so verringern, wie wir es derzeit machen müssen zum Teil, dann haben wir das Gefühl, dass wahrscheinlich in der Zukunft das, was die Firma bis jetzt unterschieden haben, nämlich ihre Unternehmenskultur, dass wir das zum Teil verlieren werden. Herzlichen Dank. Ein Plädoyer für mehr Zwischenmenschlichkeit. Herzlichen Dank, dass Sie aus der Schweiz direkt hierher gekommen sind, nicht online zugeschaltet. Danke für das interessante Gespräch.